Während König Charles III. Mit seiner Bundestagsrede alle Anwesenden zum Lachen bringt, ein Zentrum für ukrainische Geflüchtete und eine deutsche Ökofarm besucht, muss sich sein Sohn Prinz Harry in London mit einer ernsten Sache herumschlagen. Anfang der Woche reist der Duke of Sussex überraschend aus den USA in die britische Hauptstadt, um dort bei einer Gerichtsanhörung zum Prozess gegen die Associated Newspaper Limited, kurz ANL, auszusagen. Der Hintergrund: Prinz Harry hat gegen die ANL eine Klage wegen rechtswidriger Informationsbeschaffung und Verletzung der Privatsphäre eingereicht. Zu der Verlagsgruppe gehört unter anderem die Daily Mail, die sich vor allem mit bösen Schlagzeilen über seine Frau Herzogin Meghan bei dem Monarchensohn unbeliebt gemacht hat. Unterstützt wird der Prinz bei seiner Klage von insgesamt 6 namhaften Personen, darunter Sänger Sir Elton John und die Schauspielerinnen Liz Hurley und Sadie Frost. Sie alle erscheinen am 30. März 2023 mit Harry vor Gericht. Die Anwälte der ANL machen vor Gericht geltend, dass die Anklage viel zu spät erhoben worden sei und sie daher in vollem Umfang abgewiesen werden sollte. Die Verhandlungen dauern weiter an. Ob der ernsten Angelegenheit zeigt sich Harry winkend und lächelnd, als er am Gericht ankommt und Schaulustige seinen Namen rufen. Gute Miene zum bösen Spiel machen, das ist der Prinz seit seinem Rückzug vom Leben als Mitglied der Royal Family schließlich gewohnt.